Hallo und herzlich willkommen zu dem Video von der Maisernte an der Biogasanlage Hock in Wenig-Umstadt. Wir sind in der Maisernte 2018. Der Sommer 2018 war sehr heiß und trocken, deswegen steht der Mais auch sehr unterschiedlich da. An dem Acker gab es am unteren Bereich des Ackers nebendran eine Bachniederung. Da war der Mais extrem gut gewachsen und am anderen Ende des Ackers, weit weg vom Bach, war der Mais entsprechend schlechter gewachsen. Man hat also den Mais jeden Meter Nähe zum Gewässer angemerkt. Als ich an der Biogasanlage angekommen war, habe ich erst zweimal mein Handy kontrolliert, denn Google Maps hat gesagt, hier bist du richtig, aber ich habe keine Biogasanlage gesehen. Und zwar ist bei dieser Biogasanlage der Fermentertank im Gebäude eines ehemaligen Kuhstalls drinnen ein zylindrischer liegender Tank. Habe ich noch nie gesehen, aber es scheint nichts zu geben, was es nicht gibt. An der Siloplatte habe ich mich erstmal ein bisschen umgeschaut und habe auf den 926 Vario, den ich vorher schon gesehen hatte, gewartet, weil ich gehofft habe, dass der Fahrer mich mit zum Acker nimmt. Als er dann da gewesen ist, habe ich freundlich gefragt und gebeten, mit zum Acker genommen zu werden. War natürlich kein Problem gewesen und so hatte ich die Chance, das erste Mal auf einem Fendt Vario mit einer eckigen Motorhaube mitzufahren. War für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Denn den Traktor habe ich als Modellbausatz mehrfach zu Hause und der hat mich damals, als der neu rausgekommen war, schon fasziniert. Es war damals, meine ich, der stärkste Standardschlepper gewesen mit einem 6-Zylinder MAN-Motor mit 260 PS und ist halt von der Technik her, vom Kabinendesign her, was ganz anderes als die neuen Varios, die man jetzt so kennt. Zum Beispiel habe ich mich, als ich dort mitgenommen wurde, so ein bisschen an Golf 1 oder 2 erinnert. Der hat nämlich auf dem Armaturenbrett, wie auch die Golf 1, 2 bzw. die alten VWs, ganz viele so kleine Mikroglühbirnen anzeigen über die Betriebszustände des Fahrzeugs. War sehr interessant. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Fahrer, die mich da immer zwischen meinem Auto und dem Silo bzw. dem Acker hin und her mitgenommen haben.
auf dem Acker hat dann der Klaas Jaguar 960 des Lohnunternehmens OTH Mai aus Kühlsheim bzw. Steinfurt die Abfuhrgespanne befüllt. Ich habe erfahren, dass der Häcksler die Nacht zuvor dem Fahrer einige Kopfschmerzen bereitet hat, weil er aus irgendwelchen Gründen immer wieder Fehlermeldungen gebracht hat. Und dann hat der Fahrer recht wenig Schlaf abgekriegt, um den Häcksler wieder fit zu kriegen. Aber an dem Tag, als ich da gewesen bin, lief der Häcksler wieder weitestgehend störungsfrei. Außer, dass sich manchmal an dem Klaas Orbis-Gebiss der Mais verheddert hat und gestopft hat und er dann ein paar Mal Schluckübungen machen musste, um die Maisfrösche zu schlucken. Jetzt möchte ich nicht weiter euch irgendwie zulabern. Lehnt euch zurück, habt viel Spaß, holt euch Chips und ein Bier und genießt das Video. Viel Spaß beim Anschauen. Thank you.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war nicht zu langatmig gewesen. Und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr den Kanal gerne abonnieren, falls ihr es nicht schon gemacht habt, und gerne öfters vorbeischalten. Die nächsten landwirtschaftlichen Videos werden auch wieder irgendwann kommen. Sobald das Wetter besser ist, gehe ich dann auch wieder raus zum Landwirtschaft filmen. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann könnt ihr das machen. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link zu PayPal. Den kopiert ihr einfach in euren Browser und folgt dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn ihr wollt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, gute Zeit und bis zum nächsten Video. Euer Alex E.